Einen wunderschönen guten Tag hier aus München. Und wie angekündigt ist mein Gast heute, vorher muss ich sagen, der war schon so alles in seinem Leben, in den letzten Jahrzehnten Friedensaktivist, Jürgen Totenhöfer, ich grüße Sie. Ich bin kein Friedensaktivist. So sehen Sie sich nicht? Nee, ich bin Realist. Ich habe so viele Kriege gesehen und gesehen, dass Krieg immer nur das Elend ist. Und Kriege gibt es eigentlich nur deswegen, weil in den Geschichtsbüchern immer nur von den Staatsmännern und Feldherren die Rede ist und die reden von Patriotismus und Verteidigung des Abendlandes und unserer Werte und Christentum und alles. Und in Wirklichkeit ist es Morden, Plündern, Rauben, Vergewaltigen, Quälen, Foltern. Es ist grauenvoll. Man muss nur durch ein paar Krankenhäuser in Afghanistan, Irak, Syrien, dann kann man nicht mehr für Krieg sein. Zu den Ländern will ich gleich nochmal kommen. Ich wollte Sie erstmal fragen, wie ist es in so einem arabischen Gefängnis? Also ich selbst saß noch nicht in einem arabischen Gefängnis. Aber ich war in arabischen Geheimdienstgefängnissen. Und mir wurden die Zeugen, also ich habe mit Al-Qaida-Kämpfern gesprochen in Syrien und ich habe mit Kämpfern der Freien Syrischen Armee gesprochen, also mit unterschiedlichen Leuten. Und ich habe darauf bestanden, dass ich die zu sehen bekomme. Und die hatten dann eine anständige Hose an und ein anständig gebügeltes Hemd. Und als die Gespräche fertig waren und die Gefangenen zurückgebracht wurden, wir hatten richtig gute Gespräche. Ich habe dann versucht, auch in einer anderen Sprache zu sprechen. Ich habe zum Beispiel Französisch gesprochen, weil ich wusste, dass der Geheimdienstgeneral kein Französisch kann. Und als die Gespräche fertig waren, habe ich gesagt, so, und jetzt fahren Sie mich zur Zelle. Und ich habe darauf bestanden, dass ich die Zelle zu sehen bekomme. Und in der Zelle hatte der natürlich dann eine einfache Hose, Jeans und ein stark riechendes T-Shirt an. Die Zelle war 2 Quadratmeter groß, 2 Meter lang, 1 Meter breit. Und ich stelle mir vor, dass es grauenvoll sein muss, Gefangener zu sein, auch wenn man in einem deutschen Gefängnis ist. Und dass es natürlich grauenvoll ist, in einem Gefängnis eines Entwicklungslandes längere Zeit zu sein. Sie selber fahren durch gefährliche Länder, bringen sich selbst in Gefahr, kommen zurück. Ich bringe mich nicht in Gefahr, sind immer andere. Kommen zurück nach Deutschland und da sind Aufschriften, auch gegen Sie, Totenhöfer. Sie sind 1940 geboren, waren Richter im Bundestag, haben genug Reputation, kommen dauernd im Fernsehen. 1972 geboren. 72? Ich bin 72. Wahnsinn. Alt. Da ist aber die Frage, ist das nicht so ein Alter, wo man so andere Hobbys hat? Ja, ich habe noch ein anderes Hobby, Fußball spielen. Ich spiele jeden Samstag Fußball und am Samstag haben wir nach hartem Kampf 7-7 gespielt und ich habe das siebte Tor für unsere Mannschaft geschossen. Also es gibt noch andere Hobbys. Also Sie wissen, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Was treibt Sie denn? Also treibt Sie irgendwas weg hier in die Länder oder zieht Sie irgendwas aus den Ländern an? Was ist der Antrieb? Ich bin als 19-Jähriger zum Studium nach Paris. Und damals gab es in Paris Studentendemonstrationen gegen ein algerisches Algerien und für ein französisches Algerien und alle waren gegeneinander und es gab schwerste Demonstrationen mit Verletzten, Toten. Und ich las in der Zeitung immer wieder über diesen Krieg in Algerien und dann habe ich gedacht, hallo, hinfahren. Und habe ein Schiff in Marseille, ich bin mit dem Motorrad nach Marseille gefahren. Unterwegs hatte ich einen Unfall, bin auf die Schnauze geflogen, weil ich einen Lastwagen rechts überholt habe. Und da kam ein Auto aus der Ausfahrt. Und dann bin ich per Anhalter weiter und dann
im Schiff in der untersten Unterklasse für 50 Francs nach Algerien. Und da habe ich den Algerienkrieg erlebt. Deutsche Fremdenlegionäre, französische Kämpfer, algerische Front Liberal, Front National de Libération, FLN. Und ich habe gesehen, dass der Krieg von beiden Seiten gnadenlos geführt wurde, unmenschlich. Und ich hatte den ersten Verdacht, dass es keine anständigen Kriege gibt, obwohl wir in den Schulbüchern immer das Heldenpathos des Krieges geschildert bekommen. Und von da an habe ich mich für dieses Phänomen interessiert. Ich bin dann nochmal in eine schwere Militärkrise in Tunesien, in Bizerta hineingeraten, haben die Franzosen über 1000 Menschen in Bizerta getötet, als Bizerta aufstand. Bizerta war eine Garnisonsstadt der Franzosen, von der aus die Franzosen den Algerienkrieg geführt haben. Die sind also nicht von Frankreich geflogen, sondern haben ihre Napalmbomben aus Bizerta geworfen. Und in die Stadt, die dann evakuiert wurde, bin ich natürlich auch reingegangen. Da bin ich auch festgenommen worden, fällt mir gerade ein. Und seither hat mich das nicht mehr losgelassen. Ich bin dann als Abgeordneter, habe ich immer mehr versucht, beide Seiten anzuschauen. Ich war in Südwestafrika, ich war in Südafrika, ich habe versucht, Mandela zu sehen. Das hat mir die südafrikanische Regierung nicht erlaubt. Es war Forster, der Präsident, ist wütend aufgesprungen, als ich gesagt habe, Apartheid habe keine Zukunft. Und dann gab es den Überfall der Russen auf Afghanistan. Er geschah an Weihnachten 1979 und 6 Monate später war ich in Afghanistan als einziger aus dem Westen, weil keiner nach Afghanistan reinkam, weil sofort geschossen wurde von den Russen. Und die Russen haben dann auch angekündigt, das heißt der Sprecher von Brezhnev, wenn wir ihn erwischen, werden wir ihn auspeitschen und erschießen. Und das sagte er ausgerechnet auf einem Empfang zur 10-jährigen Jubiläum der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Und dann musste die Bundesregierung, die mich nicht sehr liebte, musste Protest einlegen. Und die Russen haben sich dann so halb entschuldigt, also richtig entschuldigt haben sie sich nicht. Und damals habe ich Krankenhäuser besucht und habe im Grenzgebiet zwischen Afghanistan und Pakistan, ich musste über den Hindukusch klettern, 4000 Meter hoch, im Grenzgebiet von Afghanistan in Peshawar, wo gestern dieser grauenvolle Anschlag war, gegen Kirchen, da war ich sehr häufig, und in Quetta, da wo die Taliban-Führung wahrscheinlich sitzt, habe ich Krankenhäuser besucht und Kinder, darf ich eine Zwischenfrage stellen? Kinder, deren offene Muskeln man sah. Und von da konnte ich über kriegerische Auseinandersetzungen nur kotzen. 19 sagten Sie, als Sie nach Algerien gingen. Wir denken ja immer über Algerien oder Afghanistan, das waren immer irgendwie Steinzeitländer. Wie war es in den 70er Jahren in Algerien oder in Afghanistan? Das war 60er Jahre. Das war sogar 60er Jahre. Ende 60. Also, Sie sind. Ich muss noch eine Frage nachschicken. Wie ist es eigentlich? Man erwartet ja von Jute-Taschen, Doppelnamen, Hippie, sowas, aber wenn so ein CDU-Abgeordneter sowas macht, ärgert das die Parteikollegen? Nee. Die würden das nie tun, die hätten es nie getan, haben mich für verrückt gehalten, aber die haben mich letztlich unterstützt. Also ab da war ich ein bisschen abqualifiziert als Wahnsinniger, der Risiken eingeht. Aber bei mir hat was ganz anderes stattgefunden. Diese schweren Verwundungen von Kindern, die haben bei mir dazu geführt, zu sagen, das kann nicht möglich sein. Und was ich den Russen nicht erlaubt habe und nicht erlauben wollte, habe ich natürlich auch den Amerikanern und Deutschen in Afghanistan nicht erlauben können. Also habe ich mich auch gegen den deutschen Krieg gewehrt. Ich würde gerne jetzt ein paar Fragen zu einigen Ländern stellen. Sie haben aktuell einen Bestseller, schon wieder. Du sollst nicht das töten, ganz heißt schwer, das Buch. Bestseller zu schreiben. Das glaube ich. Du sollst nicht töten und sie gehen da einige Ereignisse durch und ich will in Afghanistan anfangen und mich ein bisschen
über die arabische Halbinsel hocharbeiten mit Ihnen. Ich habe eine Menge Fragen. Erstens, die Antwort brauche ich noch. Wie war es in Algerien oder Afghanistan in den 60er, 70er Jahren? Waren da alle verschleiert? War das alles... Das ist mir nicht aufgefallen. Das Verschleiertsein ist kein islamisches Problem. Das ist ein Problem, wenn die Menschen in unserer Gesellschaft leben, dort unten. Die Christinnen haben sich früher auch verschleiert. Das ist eine Hilfe gegen Hitze, gegen viele Sachen. Staub, Belästigung. Ich habe selbst mal eine Burka übergeworfen. Das ist ein ganz federleichtes Gewand. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist wie so ein Schleier, ganz feiner Schleier. Und ich würde nie eine Frau zwingen, eine Burka zu tragen. Aber wenn eine Frau eine Burka tragen wollte, würde ich immer sagen, du tragst sie halt. Aber wie war die Kultur? Ich weiß zumindest, dass die ganzen Hippies, die nach Indien wollten, noch Zwischenstopp gemacht haben in Afghanistan. Ja, also Algerien war, da waren die jungen Leute auch, wollten auch so cool sein wie wir, hatten Jeans an und trugen da oben auf der Schulter ein Transistorradio und haben westliche Sonnenbrillen getragen und so Kappen, so Golfkappen. Also sie wollten auch schon ziemlich westlich aussehen. Und Afghanistan, als ich dort war, war eben Krieg. Aber bevor die Russen ihren Krieg anfingen, war Afghanistan das Land der Hippies, wo man sehr günstig Rauschgift bekam. Da gab es die Blumenstraße, es gab die berühmten Hippiestraßen. Das war ein äußerst liebenswertes, tolerantes Land. Und dieses Land ist zwangsmodernisiert worden von seinen Königen. Da hat also ein König angeordnet, ab morgen haben sämtliche Parlamentsabgeordnete und Minister in Anzug und Krawatte zu erscheinen. Das wollten die nicht. Und die Sowjets haben dann auch die nächste Modernisierungswelle durchgeführt. Das hat die ländliche Bevölkerung nicht mitgemacht. Und das kam dann zum Aufstand, A, weil die Sowjets nichts in Afghanistan zu tun hatten und B, weil die Sowjets das Land modernisieren wollten. Und das war kein Verstoß gegen den Islam, das war ein Verstoß gegen uralte patriarchalische Gesetze und paschtunische Bräuche, die viel, viel älter sind als der Islam. Also ich habe dann schon die harte Zeit kennengelernt. Ich war keiner von den Rauschgift-Hippies. Sie schreiben über die Zeit, als die Russen in Afghanistan waren, und dann schreiben Sie auch über Kriegslügen, und da will ich schon mal andocken bei Osama bin Laden. Stimmt es, dass der in der amerikanischen Botschaft ein Büro gehabt haben soll, wo sich freiwillige Söldner haben melden können in Pakistan? Das glaube ich nicht. Nee. Also der Ort, an dem er sich aufgehalten hat, ich weiß, dass er an mehreren Orten war, an denen er auch war. Also er war immer wieder bei Hikmatyar. Und ich war auch bei Hikmatyar, weil Hikmatyar damals in den Kreisen der Amerikaner als der stärkste Mujahedin-Führer galt. Was wahrscheinlich ein Irrtum war. Es haben sich ganz viele Menschen aus der arabischen Welt gemeldet für den Kampf in Afghanistan. Aber die meisten sind in Pakistan gestrandet. Da saßen dann 5000 in Pakistan und haben Postkarten nach Hause geschrieben, dass sie hier den Freiheitskampf führen. Und ein paar hundert haben in Afghanistan gekämpft. Und diese paar hundert waren also nicht etwa Al-Qaida. Und die Mujahedin, die Afghanen, die ihr Land befreit haben, das waren 100.000. Also diese Ausländer haben alle überhaupt keine Rolle gespielt. Und Bin Laden war ein Sonderfall. Bin Laden war, weil er reich hatte, Besitzer einer kleinen Zeitung. Und da berichtete er ununterbrochen über Heldentaten. Also wie er von sowjetischen Flugzeugen angegriffen wurde und gemütlich einschlief. Und wie er eigentlich mit eigenen Händen die sowjetischen Flugzeuge zu Boden gezwungen hat. Und dadurch wurde Bin Laden in der arabischen Welt berühmt. Und Bin Laden hat bei Al-Qaida eine wichtige Rolle gespielt. Aber ich zweifle, dass er der Führer war. Ich habe ganz große Zweifel. Ich glaube, dass er
der war, der die meiste Propaganda gemacht hat für sich selber. Aber ich glaube nicht, dass er der Anführer von Al-Qaida war. Die Anführer von Al-Qaida sitzen auch heute noch irgendwo in Saudi-Arabien, in den Arabischen Emiraten oder vielleicht sogar bei uns im Westen. Also seit der russischen Besatzung ist Krieg in dem Land. Mich würde interessieren, welche Interessen gibt es denn überhaupt? Also welche Spieler in dieser Welt haben welche Interessen an diesem Land? Afghanistan ist seit Jahrtausenden von Herrschern, von Feldherren erobert, durchquert worden. Von den Mongolen, von Alexander dem Großen, von den Engländern. Und einer der Hauptgründe war, das war die Grenze zu Indien. Und Indien war das große Paradies, der Reichtum, die Gewürze. Indien hat bis zur Entdeckung, bis zum Finden des Öls vor 100 Jahren, haben die Wege nach Indien eine entscheidende Rolle gespielt, ein halbes Jahrtausend lang. Und Afghanistan war strategisch eben sehr wichtig als Nachbar von Indien und eben als Nachbar von Iran und Russland. Und deswegen ist es ein armes Land. Und jetzt ganz konkret, warum sind da Amis stationiert? Was ist das Interesse? Wenn ich das genau wüsste, verstehen Sie, es gibt viele Kriege, da erkenne ich den Grund. Also im Syrienkrieg weiß ich, welche Interessen Saudi-Arabien, welche Interessen Amerika haben. Sie wollen das zu stark gewordene Iran zurückdrängen. Es geht um den größten Rohstoffbereich der Welt. Da liegt im Mittleren Osten das meiste Öl. Und Saudi-Arabien war lange Zeit die führende Nation, hat ein Bündnis mit den Amerikanern. Und da wird plötzlich Iran immer stärker. Und da begehen die Amerikaner die unglaubliche Torheit, den Hauptgegner Irans, der das strategische Gleichgewicht in der Region hergestellt hat, nämlich Saddam Hussein, wegzuhauen. Und sie hauen ihn weg und das führt dazu, dass jetzt im Irak eine pro-iranische, mit Iran befreundete Regierung ist. Bei 60% Schiiten. Das ist kein Wunder. Also wenn der haben Mann, die keine Berater? Wenn er im Augenblick, es ist strategisch und politisch die größte Dummheit, die jemals einer begangen hat, seinem Hauptfeind, Iran, den Hauptgegner wegzuschießen. Und normalerweise wird ja geostrategische Politik so gemacht, dass man die Gegner seiner Gegner stärkt. Die Amerikaner haben sie geschwächt. Und der Syrien-Konflikt hat für die Amerikaner und Saudis hat ganz viele Aspekte. Das Hauptziel, einen Verbündeten Irans zu schlagen. Und bei Afghanistan weiß ich es nicht. Die strategische Lage, ich weiß zum Beispiel, dass etwas, was in keinem deutschen Medium, in keinem amerikanischen Medium steht, zurzeit die Amerikaner verhandeln mit der afghanischen Regierung, dass sie ihre ausgebauten Riesenschützpunkte in Afghanistan, Flugschützpunkte, 20, 30, 40 Jahre behalten dürfen. Darüber wird verhandelt. Das ist das Einzige, was sie jetzt noch interessiert. Aber warum sie dafür mit so viel Mann in diesem Land einmarschiert sind, habe ich keine Erklärung. Die Stützpunkte hätten sie sich kaufen können. Sie haben Stützpunkte in 150 Ländern der Welt. Haben die ganze Welt mit einem Stützpunktsystem überzogen. Sie sagen, sie seien einmarschiert, um den internationalen Terrorismus zu besiegen. Das ist leicht nachweisbar eine Lüge. Denn die Männer um Bin Laden, und Bin Laden auch, wenn ich nicht glaube, dass er der Wichtigste war, ich glaube, dass er nach Pakistan, Abbottabad, entsorgt worden war, weil man ihn loswerden wollte und gesagt hat, du hast jetzt zu viel geredet. Ich weiß, dass die Amerikaner wissen, dass der internationale Terrorismus um Bin Laden wenige Wochen nach dem Angriff auf Afghanistan über den Hindukusch in andere Länder gegangen ist. Das heißt, er war in Afghanistan nicht mehr in Existenz. Und trotzdem haben sie noch 12 Jahre lang Krieg geführt und führen weiter Krieg und sagen, wir müssen den internationalen Terrorismus bekämpfen, obwohl General Petraeus sagt, es gibt den internationalen Terrorismus dort nicht mehr.
Dann kommen wir kurz zu Syrien. Das ist ja jetzt das neue Interesse der USA. Sie sind der Typ, der mit Assad reden darf. Kann man das so sagen? Nee. Wie wird Sie es sagen? Ich habe das für ausgeschlossen gehalten. Ich bin in Damaskus mehrfach gewesen. Für mich ist Syrien eine Traumstadt, weil sie alles Orientalische hat. Sie ist die Geburtsstätte des Christentums. In Syrien wurde Saulus zum Paulus, wie vom Pferd, wurde schwer krank und er erschien in Jesus. Und ab da wurde der Jesusverfolger ein Jesus-Bewunderer und er hat das religiöse System des Christentums geschaffen, dem Christentum seine endgültige Form gegeben. Und dieses Zusammenleben von Sunniten, Schiiten, Alawiten, Ismailiten, Christen ist einfach wunderbar. Sie gehen in eine Moschee, sie gehen in eine Synagoge, sie gehen in eine Kirche. Und also ich habe wunderbare Stunden in Moscheen dort verbracht. Und Kirchen gibt es auch? Ja. Da müssen wir gleich drüber reden. Es gibt so einen Mythos in Deutschland, dass es in der ganzen arabischen Welt keine einzige Kirche gibt. Ja, das ist, vor allem in Iran, da läuten die Kirchen auch noch. Da gibt es ganze Viertel mit wunderbaren Kirchen. Und ich bin dann, als der Krieg begonnen hatte, mehrmals hingefahren. Und beim ersten Mal habe ich einen Artikel in der Zeit geschrieben. Nach dem ersten Mal Kirchen aus der Rat. Der Tenor des Artikels war, dass die westliche Berichterstattung nicht stimmt. Also, dass es noch nicht so dramatisch war, wie es hier dargestellt wurde. In Damaskus saß man im Café und die Leute haben, und zwar gab viele Touristen dort. Und ich habe aber auch das Regime beim Namen genannt. Und als ich das zweite Mal hinging, wurde ich am Flughafen verhaftet, weil ich wurde nach meinem Beruf gefragt und sie haben gesagt, sie sind Journalist. Ich habe gesagt, ich bin kein Journalist. Ich bin Autor und ich habe eine Stiftung. Ich bin Manager. Und da haben wir auf dem Computer nachgeschaut und da war eine Verfügung des politischen Geheimdienstes, Staatsfeind. Und die haben mich auf eine Liste der Staatsfeinde gesetzt. Und das ging 2,5 Stunden, bis ein Deutsch-Syrer, den ich im Flugzeug kennengelernt hatte, durch wilde Telefonate mich da rausgeholt hat. Und der hat dann gesagt, so, und das werde ich dem Assad sagen. Solche Idioten vom Geheimdienst, als so ein Schmarrn, einer der wenigen, der versucht, objektiv zu sein. Und jetzt wird der festgenommen. Und dann sage ich, wo werden Sie ihm das sagen? Ich habe eine Audienz mit 15 anderen. Dann sage ich, und bei der Audienz, wo Sie als 15 noch rankommen, werden Sie das? Ich werde es ihm sagen, klar. Und ich mache es jetzt kurz, ich war schon wieder in Ägypten. Da bekomme ich einen Anruf, ob ich übermorgen Zeit hätte für ein Gespräch mit Assad. Und ich habe gedacht, ich spinne, weil es gab keinen Grund. Ich bin eigentlich niemand, ich habe keine Funktion. Und ich hatte nicht einmal Klamotten dabei, ich hatte Jeans dabei. Und dann habe ich die Pressereferentin von Assad noch gefragt, ob wir uns darauf verständigen können, dass er auch Jeans anzieht. Hat er versprochen, aber nicht gehalten, weil er anschließend wichtige Termine hatte. Und dann saß ich 2 Tage später 2 Stunden bei Assad und habe ein Gespräch geführt, das bin ja dafür kritisiert worden. Entschuldigung. Ich habe ein Gespräch geführt, das andere deutsche Politiker oder westliche Politiker sicher so nie führen würden. Ich habe manchmal auch auf die Lehne des Sessels draufgehauen und habe gesagt, Mann, Sie müssen sich an die Spitze der Demokratiebewegung setzen und Sie müssen die Entscheidung in die Hände des Volkes legen und die Wahlen vorziehen und eine Volksabstimmung und lauter so Sachen. Und merkwürdigerweise hat das nicht dazu geführt, dass er sagte, schafft mir diesen Kerl vom Leibe, sondern das Gespräch ging statt einer halben Stunde, die vorgesehen war, 2 Stunden. Und es hat 4 weitere Gespräche gegeben. Das heißt, ich mache das ja immer so, ich rede sehr offen mit Menschen. Und ich glaube, man kommt weiter, wenn man einem sehr deutlich sagt, ich bin da nicht einverstanden.
Da bin ich vielleicht einverstanden, aber da nicht und da nicht. Wenn man ja, die Frage ist, das nicht fast zu gefährlich, wenn da so ein Idi Amin-Typ säße? Wie würde der reagieren? Naja, man sieht den Assad. Der Idi Amin war so und der Assad ist so. Und das sage ich schon. Also ich wähle mir meine Gegner dann schon aus. die mit der rechten Geraden das Gespräch beenden könnten. Also ich habe das natürlich nicht ganz so an. Interview mir angeguckt und... Das war noch nicht das Interview. Ich weiß, dass das nicht das Interview ist, aber zum Interview kommen wir noch. Ich habe mir das Interview angeguckt und dieser Typ, der ist so schlaksig, lispelt, ist so ein schüchterner Typ, den man hier... Das Augenarzt. Ja, also wäre gerne Augenarzt. Wenn man mich fragen würde, wie stellst du den typischen Diktator vor, würde ich jetzt nicht auf den kommen. Und deswegen interessiert mich eigentlich die persönliche Begegnung, die Sie mit ihm hatten. Was ist das für ein Typ? Ja, Sie haben das richtig beschrieben. Augenarzt und ein Mann, der einen Weg, dafür werde ich immer kritisiert, dass ich das sage, aber ich kann das nach 5 Mal sagen, weil er mich auch gebeten hat, ob ich nicht Wege kennen würde, diesen mitzuhelfen, diesen Krieg zu beenden, der diesen Krieg gerne zu fairen Konditionen beenden würde und der keine Lust hat, ewig Präsident zu sein. Und das ist sehr zurückhaltend gesagt, wenn ich sage, er hat keine Lust, ewig Präsident zu sein. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass alle Staatschefs, die Kriege führen, morden. Und das gilt auch für ihn. Das heißt, es gibt keinen Staatschef, der einen netten Krieg führt, der Menschen auf nette Art und Weise den Schädel einschlägt. Und deswegen hat Staatschefs die Kriege führen killen. Deswegen hat Bush gekillt, Lincoln im amerikanischen Bürgerkrieg 600 und so und so viele tausend Menschen, 300.000 auf der anderen Seite. Können Sie sich mit so jemandem eine Freundschaft vorstellen? Sie haben den Punkt, meinen Punkt noch nicht voll übernommen. Der Punkt ist, dass jeder Krieg ein Verbrechen ist, weil es keinen anständigen Krieg gibt. Jeder Krieg verwandelt sich nach kürzester Zeit in ein grauenvolles Morden. Und jeder Aufstand, jeder gewaltsame Aufstand verwandelt sich nach einer bestimmten Zeit, wenn die ersten Freunde gestorben sind, in ein grauenvolles Morden. Es gibt keinen anständigen Krieg. Und der Bush hat nie einen anständigen Krieg geführt. Und der Obama führt keinen anständigen Krieg. Und kein einziger deutscher Kaiser hat einen anständigen Krieg geführt. Und Karl der Große hat keine anständigen Kriege geführt. Und Lincoln nochmal. Was ist ein anständiger Krieg? Das gibt es nicht. Und deswegen sind nicht die Soldaten die Verbrecher, sondern der Krieg ist das Verbrechen. Krieg heißt, dem anderen den Schädel einschlagen. Und das versuche ich mit dem Buch Leuten klarzumachen, dass ich Rebellen kennengelernt habe, die mit mir über den FC Bayern München gesprochen haben, die mir ihre Wohnung angeboten haben zum Übernachten, aber dass die noch eine Stunde vorher mich erschießen wollten. Und das auch gesagt haben, natürlich hätten wir sie erschossen, wenn sie weitergefahren wären. Und am nächsten Tag erschießen sie und foltern derselbe Rebell. Erschießt er und foltert einen Soldaten, der früher vielleicht mal sein Fußballkumpel gewesen ist. Wieso? Und dasselbe machen die Soldaten. Findet so eine Art Enthemmungsprozess statt? Ist das dann legitim? Nein, da ist überhaupt nichts legitim dran. Der Krieg ist ein Verbrechen. Ja, aber wieso machen die dann alle mit? Ich versuche mit an den Beispielen dieses Buches, das aus 50 Geschichten besteht, die ich selbst erlebt habe, zu zeigen, dass Krieg ein Verbrechen ist. Das ist so, wie wenn wir unsere Nachbarschaftsprobleme, die wir manchmal haben in unserem Dorf, mit Gewalt lösen würden. Oder wenn wir dem Nachbarn, wenn er sich schlecht benimmt oder ein Schwein ist, eine Granate in den Garten werfen können. Das können wir nicht machen. Und das ist Krieg. Und wir sagen, ja, das ist Krieg. Da darf man. Was darf man? Und es gibt Leute, die fragen mich in Fernsehdiskussionen, wo ist für Sie die rote Grenze, wo man dann doch militärisch zuschlagen darf? Und da möchte ich immer fragen, wo ist für Sie die rote Grenze, wo Sie dem Nachbarn den Schädel einschlagen dürfen? Nie! Sie dürfen dem Nachbarn den Schädel nicht einschlagen.
Sie müssen alle Anstrengungen unternehmen, um durch Verhandlungen das Problem zu lösen. Jetzt sagen Sie das Stichwort. Ich habe Sie mindestens 100 Mal in ganz vielen Sendungen es sagen hören und mindestens auch 100 Mal gelesen. Verhandeln, verhandeln, verhandeln. Hämmern, hämmern, hämmern. Das ist für die Dummen. Das haben Sie versucht auch im Iran. Sie haben... Jetzt wird verhandelt. Jetzt wird Erzählen Sie mal, was haben Sie da gemacht? Sie haben damit Ayatollahs richtig... Nein, ich wollte diesen Punkt, wenn Sie mir das erlauben, nochmal klar machen, dass die Methode Krieg die Methode Mord ist. Und dass man sich einfach fragen muss, ist jetzt ein Augenblick gekommen, wo ich morden darf? Weil das ist immer ein Morden. Sie töten immer den Sohn einer Mutter. Wissen Sie, worauf ich hinaus will? Sie gehen da zum Assad und das funktioniert irgendwie. Sie reden dann mit dem und Sie fahren noch in den Iran und das funktioniert irgendwie. Sie kommen irgendwie in die USA und können mit wichtigen Leuten reden, die wirklich Entscheidungsmöglichkeiten haben. Ich will nur den Trick erkennen, damit die Zuschauer zumindest wissen, wie sie in so Situationen reagieren können, nämlich Verhandlungen organisieren können, schon im Kleinen. Ich finde, Kriege fangen schon im Wortgefecht an. Also da kann man ja viel lernen von Ihren Beispielen. Wie haben Sie das im Iran gemacht? Ja, aber ich habe keinen Trick und ich bin auch nicht wichtig. Und ich hatte diese Möglichkeit nur, weil die westliche Politik, Außenpolitik aufgehört hat zu existieren. Es wird keine Außenpolitik mehr gemacht. Wenn die Amerikaner ein Problem haben mit einem Land, überlegen sie sich, ob Sanktionen oder Militärschlag. Auf die Idee, dass man wie früher Kissinger, Barr, Genscher, Willy Brandt, dass man da hinfährt und sagt, also sag mal, das muss doch einen Weg geben. Also wie viele Atomraketen wollen wir noch aufstellen? Wir stellen jetzt welche auf, haben die Sozialdemokraten gesagt, Helmut Schmidt. Aber okay, jetzt stehen sie da und jetzt lasst uns doch mal reden. Das ist doch keine Lösung auf Dauer, dass wir das ganze Geld in die Rüstung stecken. Und das hat aufgehört. Obama kam nicht auf die Idee, dass man irgendwie verhandeln konnte. Ich komme zu Ihrem Punkt. Ich habe mich zum Beispiel von Anfang an für Verhandlungen mit den Taliban eingesetzt. Ich wurde in Fernsehsendungen vom Generalinspekteur der Bundeswehr, Kuyat, als der Sprecher der Taliban charakterisiert. Als ich mit Widerstandskämpfern im Irak sprach und gesagt habe, ihr müsst mit dem irakischen Widerstand sprechen, war ich auch bei der amerikanischen Regierung, haben die Leute gesagt, Freund der Terroristen. Und sie haben es nie gemacht. Und jetzt, nach 12 Jahren, jetzt verhandeln sie mit den Taliban. 12 Jahre umsonst, 12 Jahre verschenkt. 12 Jahre musste ich mir von irgendwelchen Idioten im Fernsehen sagen können, ich sei ein Sprecher der Taliban. Und jetzt machen sie es. Und das ist eigentlich nur der gesunde Menschenverstand, dass ich mir gesagt habe, die Taliban sind Pashtun. Die Pashtun sind der größte Stamm Afghanistans. Du kannst eine Friedenslösung in Afghanistan nicht ohne den größten Stamm Afghanistans machen. Und ich habe mit führenden Taliban gesprochen und ich weiß, dass sie gemerkt haben, wissen, dass sie Fehler gemacht haben und dass sie manches ändern werden. Das kann man in Deutschland schwer diskutieren, weil die Deutschen einfach sagen Taliban und dann werfen sie durcheinander die afghanischen Taliban, die gesprächsfähig sind und lernfähig sind, die immer noch Mordanschläge machen, aber sie haben keine Waffen und sagen, hab nur den Körper und der bombardiert, ist nicht besser als ich, der ich mich als Bomber verwende, so dem stimme ich nicht zu. Aber die sind gesprächsfähig. Da gibt es die pakistanischen Taliban, die in Pakistan ständig grauenvolle Massaker verüben, die ich für ziemlich kriminell halte. Und dann gibt es noch Taliban, die von den Amerikanern bezahlt werden. Die nennen die Taliban die von den Amerikanern gekauften Taliban. Die machen die allerschlimmsten Anschläge. Weil man dann sagen kann, wir müssen bleiben. Jetzt habt ihr gesehen, lauter Kinder in die Luft gesprengt. Und das Komische ist, dass die Verhandlungen dann immer zu spät kommen. Dasselbe Vietnamkrieg. Da gab es Leute, ich war das nicht, die gesagt haben, verhandeln, verhandeln, verhandeln. Nein, Krieg, Krieg, Krieg. Kein amerikanischer Soldat wusste, warum er die vietnamesischen
Soldaten erschießen sollte. Ganz wenige hatten den Mut, Konsequenzen zu ziehen, wie Muhammad Ali, der gesagt hat, das sind nicht meine Feinde, die haben mir nichts getan. Ich kämpfe nicht gegen die. Es hat ihm den Weltmeistertitel gekostet, das hat ihn alles gekostet. Ich glaube, die Goldmedaille hat er auch verloren. Und zu dem Trick, wie kommt man zu Gesprächen mit Groß-Ayatollahs? Ein Groß-Ayatollah hat das Gespräch mit mir nach einer Minute beendet, weil ich seine Regierung Ahmadinejad scharf angegriffen habe. Und der einzige Grund, warum es solche Gesprächsmöglichkeiten gibt, ist, weil unsere Berufsdiplomaten und unsere Berufspolitiker ihre Gesprächsmöglichkeiten nicht wahrnehmen. Also gibt es keine Gesprächspartner. Und dann kommt manchmal so einer, der Bücher schreibt und mal in der Politik war und mal in den Medien war, der Kontakte hat und sagt, ich würde gerne mit Ihnen sprechen und ich kann die Botschaft vielleicht weitertragen. Und dann gibt es die Gesprächsmöglichkeit. Ich habe mit Assad gesagt, ich habe Kontakte zur Bundesregierung und ich habe Kontakte zur amerikanischen Regierung. Und ich habe dann, bevor ich das letzte Mal zu ihm ging, der amerikanischen Regierung und der Bundesregierung gesagt, ich gehe jetzt wieder hin. Können Sie mir Ihre Position sagen? Sie haben gesagt, nein, wir reden nicht mit ihm, aber kommen Sie bitte zurück, wenn Sie gesprochen haben und berichten Sie uns. Und ich habe Assad gesagt, ich werde alles, was wir hier besprechen, berichten. Und er hat sehr konkrete Vorschläge gemacht, die Obama bekannt sind. Die wurden am selben Tag ins Weiße Haus weitergeleitet. Und bei den Gesprächen mit den Groß-Ayatollahs und verschiedenen führenden Politikern der Iraner gab es einen Vorschlag Irans vor 4 Jahren, die gesagt haben, wir wollen mit den Amerikanern verhandeln, wir haben seit 30 Jahren keine Gespräche, keine diplomatischen Beziehungen. Und dann habe ich gesagt, kann ich die aufschreiben? Schreiben Sie. Dann habe ich mir meine Notizen gemacht. Und dann habe ich diese, ich lasse das jetzt mal vage, Handvoll Punkte, damit bin ich nochmal zu den Iranern und habe gesagt, die Bundesregierung hat mir jetzt einen Termin gemacht mit einem hohen Mitglied der amerikanischen Administration, sind diese Punkte mit Ahmadinejad und mit Khamenei abgesprochen. Und meine Kontaktperson, eine führende Politiker Irans, hat gesagt, das ist alles genau abgesprochen, die wissen, dass sie hingehen. Sie können nur nicht als Verhandler auftreten und Botschafter, sie sind Bote, sie überbringen. Und dann habe ich diesen Wunsch und diese Bereitschaft, ich sage es jetzt mal ganz wörtlich, Frieden mit Amerika zu schließen. Da steht drin, wir wollen Frieden mit Amerika. Wir sind bereit, alle Garantien zu geben, dass es nie eine iranische Bombe gibt. Das habe ich den Amerikanern übergeben. Ich habe gesagt, reden Sie mit ihnen. Und jetzt? Und dann haben die Amerikaner damals, vor 4 Jahren, also noch schon unter Obama, gesagt, das sind Lügner. Da habe ich gesagt, das können Sie doch feststellen, sprechen Sie mit ihnen. Das sind Lügner. Und seit einem Jahr gibt es vertrauliche Gespräche zwischen Iran und Amerika, erst in einem kleinen arabischen Land und dann nochmal in einem kleinen arabischen Land. Und in diesen Tagen ist die UNO-Generalversammlung und da wird es Kontakte geben mit westlichen Politikern und mit dem neuen gewählten Präsidenten Rouhani. Und das hat 4 Jahre gedauert. Und ich habe es ja auch niemandem oder wenigen nur gesagt, ich habe es der Bundesregierung gesagt. Und viele haben sich an die Stirn getan, sie bringen dann die Amerikaner mit den Iranern zusammen. Ich habe die nicht zusammengebracht. Aber durch diesen Vorgang wussten die Amerikaner, die Iraner wollen auf höchster Ebene verhandeln. Und sie wollen den Atomkonflikt weghaben und alle Garantien geben. Und sie wollen Frieden mit Amerika. Frieden. Das Wort ausdrücklich gesagt und aufgeschrieben. Und jetzt gibt es Verhandlungen. Und diese Verhandlungen werden heftig attackiert von Gegnern Obamas, McCain, Netanyahu natürlich. Und jetzt wird man sehen, was rauskommt. Aber 33 verlorene Jahre.
verloren für die Iraner und verloren für die Amerikaner. Sie beschreiben all diese Punkte und viele andere. Es ist für mich wie so ein Abenteuerroman. Das Schlimme ist... Simplicius Simplicissimus, nur halt 400 Jahre später. Also ich kann das Buch wärmstens empfehlen. Ihr findet das auch im Tombow 4 Shop. Du sollst nicht töten. Zum Schluss habe ich noch zwei, drei Fragen. Jetzt habe ich viele Fragen über die Araber und den Islam und so weiter gestellt. Ich würde gerne ein bisschen was über uns noch erfahren. Feindbild Islam heißt ein anderes Buch von Ihnen. Was läuft irgendwie nicht so richtig bei uns hier in der Birne, dass wir so ein irritierendes Verhältnis zum Islam haben? Also es gibt nachgewiesenermaßen eine hohe Islamfeindlichkeit, eine steigende Islamfeindlichkeit, ein Antimuslimismus. Worauf führen Sie das zurück? Hier vor der eigenen Haustür. Ja, da gibt es viele Gründe. Es ist ein jahrhundertealter Kampf. Erst haben die Araber die Welt islamisiert, mit viel Erfolg, übrigens weitgehend gewaltlos. Also das hat die Geschichte einwandfrei aufgeklärt. Die wollten die Länder auch gar nicht unterwerfen. Und die Menschen konnten Christen bleiben und Juden bleiben. Das nur Steuereinnahmen und Militär. Ja, das haben ja auch Bündnis. Andere Reiche so gemacht. Das Osmanische Reich ebenfalls nicht. Ja, das ist ja eigentlich gar keine so schlechte Idee. Und dann gab es die Kreuzzüge und dann gab es die Gegenattacken des Westens. Es hat, also man kann die letzten 200 Jahre ziemlich klar unterteilen, bis zum Ersten Weltkrieg, etwa 100 Jahre lang, hat der Westen, vor allem die arabische Welt, die arabisch-muslimische Welt, als Pufferstaaten benutzt, damit Russland nicht zu nahe an den Seeweg Englands nach Indien herankam. Also wenn Sie vor Ihrem geistigen Auge den Blick auf die Karte haben, die waren die Pufferstaaten, wurden nicht ernst genommen. Aber sie hatten eben sicherzustellen, dass die Engländer da durchkamen. Und vor etwa 100 Jahren am Ende des Ersten Weltkrieges, ungefähr 1920, werden große Ölvorkommen im Irak entdeckt, in Iran entdeckt. Und ab da hat, bis dahin war Großbritannien die führende Macht, ab da hat Amerika ein ganz klares strategisches Ziel. Das heißt Öl, Öl, Öl. Und Sie können, wenn Sie die verwirrende Politik Amerikas... Nicht Demokratie, Demokratie, Demokratie. Nee, überhaupt. Die wollen keine Demokratie dort. Sie können diese ganze verwirrende Politik Amerikas, wo man sagt, was... In Ägypten unterstützen sie die Säkularisten, das Militär. In Syrien bekämpfen sie es. Das können sie alles nur auflösen und verstehen, wenn sie, oder sie sagen, in Syrien bekämpfen sie einen Diktator für Demokratie. Sie bekämpfen ihn zusammen mit einem Diktator aus Saudi-Arabien. Und Katar, wie passt das zusammen? Es passt zusammen, der eine ist Verbündeter bei der Ölausbeutung, und der andere ist nicht Verbündeter bei der Ölausbeutung. Und hat eher gefährliche Kräfte gefördert als der Irak. Das ist ja, zum Beispiel. Und unsere großen Werte, Menschenwürde, Menschenrechte, Demokratie, die sind für uns wichtig. Ich will es aber noch weiter runterbrechen, Herr Totenhöfer. Hier vor der Haustür, was haben wir für ein Problem mit dem Türken, mit dem Araber? Was stimmt mit denen nicht? Jetzt? Ja, ich wollte es ja gerade... Ach, Entschuldigung. Nein, ich wollte es gerade so ähnlich sagen. Ich wollte sagen, diese Werte wollen wir nur für uns haben. Die Würde des Menschen ist untastbar, da denken wir so an so einen richtigen Europäer und so einen richtigen Amerikaner. Und wir kämpfen, wir kämpfen in der arabischen Welt, im Mittleren Osten, nicht für Menschenrechte und Demokratie. Wir wollen auch gar keine Demokratie dort. Und Menschenrechte interessieren uns überhaupt nicht.
Beispiel Saudi-Arabien, Beispiel Katar, sondern uns interessiert das Öl und die brauchen keine Demokratie. Die sollen auch keine haben, weil dann wählen sie alle 4 Jahre jemand Neues und der überlegt sich das anders, ob er uns das Öl gibt. Und auch hier in Deutschland gibt es einen latenten Rassismus. Und das ist, wie Sie richtig gesagt haben, ein antimuslimischer Rassismus. Und wir Deutsche haben aus der Geschichte gelernt, dass man mit den Juden nicht so umgehen darf, wie wir umgegangen sind. Und das ist eine ganz wichtige und gute Lehre. Aber wir haben sie nicht zu Ende gelernt, weil wir haben einfach diesen Rassismus von den Juden auf die Muslime übertragen. Und dieselbe Herablassung, die wir gegenüber den Juden hatten, die haben wir heute gegenüber den Muslimen. Und das finde ich beschämend. Es ist zum Beispiel für einen jungen Muslim nicht ganz leicht, wenn er Mohammed oder Ahmed heißt, eine Lehrstelle zu kriegen. Es ist auf jeden Fall schwerer, als wenn er Fritz heißen würde. Und das ist ein Riesenfehler. Und den habe ich versucht, mit dem Buch Feindbild Islam zu bekämpfen. Ich habe 2 Ziele, für die ich kämpfe. Das eine ist, klarzumachen, dass Muslime genauso viel wert sind wie wir, aber auch nicht mehr. Und das zweite, also manche sind mehr wert, also Ribéry ist mehr wert als manche andere Fußballspieler und der ist Muslim. Und der zweite Punkt ist, dass Verhandlungen besser sind als Kriege. Und das ist mein Ziel. Sie sind quasi der Friedensüberbringer, so eine Art Friedenstaube oder sind Sie die Brieftaube zwischen den Ländern? Friedensfalke, nein, ich bin eigentlich gar nichts. Ich nütze eine Lücke, weil es keine Diplomatie gibt. In dem Moment, wo es berichtet. Was ist das nächste Land, wo es momentan Bedarf? Ich möchte immer noch mithelfen, dass es in Syrien Frieden gibt. Und das schafft mir auch nicht nur Freunde, weil meine Sympathie für den Islam, der ja eine Bruderreligion zum Christentum ist und zum Judentum, das ist eine Reformreligion, die wollte das Christentum reformieren, das Judentum reformieren und wieder auf die reine Form des Glaubens an einen Gott reduzieren. Und jetzt gibt es aber verschiedene Glaubensrichtungen oder Konfessionen im Islam, also Sunniten, Schiiten, um nur 2 zu nennen. Und wenn die einen Konflikt haben, wie zum Beispiel in Syrien, dann wollen beide Gruppen, dass ich auf ihrer Seite bin. Das kann ich aber nicht. Obwohl ich es bin. Ich möchte, dass die 2 wieder zusammenfinden. Aber wenn ich nicht wörtlich ihre Positionen vertrete, das ist ja auch wieder sauer. Also im Augenblick gibt es... Sie suchen gar nicht nach deren Liebe, sondern nach deren Respekt. Nein, ich möchte ihnen helfen. Ja. Und ich glaube, dass es auch im Interesse der Sunniten ist, wenn in Syrien wieder eine friedliche Lösung gefunden wird und wenn die wieder ganz normal zusammenleben können. Zu dem Feindbild noch eine letzte Frage. Das ist eine These von mir. Wenn ich mir die Reformbewegung in Deutschland angucke, da werde ich jetzt richtig Ärger bekommen. Ich habe das Gefühl, dass der Antimuslimismus besonders ausgeprägt ist bei Reformgruppen wie bei den Feministinnen und der Schwulen- und Lesbenbewegung. So, jetzt kriege ich Ärger, Sie müssen nicht darauf antworten. Nee, ich habe keine lesbischen Freunde, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Also da habe ich das Gefühl, da ist ein bisschen mehr Angst davor. Ich muss alle Schwarzer nur mal zuhören. Ich habe sehr viele schwule Freunde, die sehen das genauso. Die haben viel mehr Angst und Vorbehalte gegenüber. Ja, weil wir den Islam ja gar nicht kennen. Wir lesen immer nur von einigen Radikalen, von Selbstmordattentätern. Und ich habe in dem Buch auch mal eine Statistik gemacht über Gewaltbereitschaft. Und die Gewaltbereitschaft ist zum Beispiel in Amerika viel, viel höher als in arabischen Ländern. Amerika hat die höchste Mordrate von allen westlichen Demokratien. Amerika hat eine viel höhere Mordrate als die meisten arabischen Länder, in denen ich gerade jetzt
eine Revolution oder ein Krieg stattfindet. Und ich glaube, die meisten arabischen Länder sind auch viel alphabetisierter als die USA. Ja, und wir stellen uns vor, wir haben Bilder gesehen, die Zeit hat da mal einen großartigen Bericht drüber gebracht, wie fanatische Muslime irgendwas schreien. Und wir denken, alle Muslime schreien, alle Muslime sind fanatisch, alle Muslime sind Selbstmordattentäter. Und das ist dann immer meine Überraschung gewesen, es war einer der Gründe, warum ich in diese Länder zurückging, dass man in der muslimischen Welt mit einer unglaublichen Gastfreundlichkeit und einer Herzlichkeit empfunden wird und, ich glaube, das ist das richtige Wort, einer überraschenden Milde. Die Menschen sind weich, die sind sanft, die sind herzlich. So, das ist genau das Gegenteil von dem, was wir von den deutschen Innenministern immer wieder hören, so schwere Gefahr und wer weiß was. Und woher kommt das? Hier wird immer nur berichtet, wenn es irgendeinen Selbstmordanschlag gab, wenn es irgendeinen terroristischen Anschlag gab. Ich habe mir mal von Europol, das ist die Polizeibehörde Europas, die Zahlen geben lassen. Da sind von, ich nenne jetzt mal runde Zahlen, von 250 Terroranschlägen pro Jahr, ich nehme jetzt eine Durchschnittszahl, 5 Stück islamisch motiviert. 5 von 250 in Europa. Und all das, was wir hier so gelegentlich mitkriegen in der Presse und Medien, da hat einer Geld irgendwohin transportiert und möglicherweise war das für eine kämpfende Truppe irgendwo. Aber da ist man organisiert, also hier ist eine Dramaturgie, da spielt der Innenminister mit, die Medien spielen mit und alles Mögliche. Ja, und woher kommt das? Ich rufe dann führende deutsche Innenpolitiker an und sage, hallo, kann ich mal mit Ihnen reden? Von 250 sind es 5. Es gibt Jahre, in denen es 2 sind und es gibt Jahre, in denen es 0 sind. Wie kommt es, dass bei uns die Wahrnehmung ist, von 250 Anschlägen sind 240 islamistisch? Das ist ja die Wahrnehmung. Und es gibt führende Leute, die sagen, nicht jeder Muslim ist Terrorist, aber alle Terroristen sind Muslime. Und das ist einfach falsch. Die meisten Muslime sind Separatisten, also ETA, mit schweren Anschlägen. Die zweitmeiste Gruppe sind dann Linksradikale und Rechtsradikale. Das sind die schweren Terrortäter und nicht die Muslime. Aber in den Köpfen ist genau das Gegenteil. Und Europol meldet jedes Jahr, dass das nicht stimmt. Und wir haben uns, deswegen nenne ich das Feindbild, wir haben uns ein Feindbild aufgebaut. Und dieses Feindbild hilft natürlich dann den Amerikanern, und jetzt mache ich einen ganz großen Bogen, dann auch bei ihren Kriegen. Weil du kannst plötzlich einen Krieg gegen ein Land wie Afghanistan oder gegen ein Land wie Irak, das rohstoffpolitisch ganz, ganz wichtig ist, plötzlich begründen, indem du sagst, Terrorismus. Ich sage nur eins, Terrorismus, Terrorismus. Und alle sehen Terrorismus, Terrorismus. Und das hat natürlich, da liegt auch eine der großen Schandtaten von Bin Laden, erleichtert mit diesem einen riesigen, spektakulären, grauenvollen Mordanschlag von 9/11. Und da meinen alle, das geschieht alle paar Tage. Aber alle paar Tage geschieht ein Anschlag einer separatistischen Organisation, einer links- oder rechtsextremistischen und kein muslimischer. Aber das haben wir uns so richtig schön zurechtgelegt und das erleichtert unsere Kriege. Und jetzt kommt das ganz Verrückte, wo sie die Priorität des Öls sehen. Und jetzt werden unsere Zuschauer fast gar nichts mehr verstehen. In Syrien kämpft auch Al-Qaida. Es gibt auch andere Rebellen. Und zwar die größte Al-Qaida-Truppe, die es jemals in einem arabischen Land gegeben hat. Und an ihrer Seite kämpft Amerika. Und ich frage amerikanische Politiker, wie ist es möglich, dass ihr, deren Hauptziel die Bekämpfung des internationalen Terrorismus ist, wie ist es möglich, dass ihr dort Al-Qaida unterstützt, indem ihr Waffen an der Grenze irgendeiner Organisation gibt, die sich Al-Qaida 3 Kilometer hinter der Grenze von denen wieder nimmt, weil Al-Qaida dort so stark ist, dass es die Waffenströme kontrolliert. Ich habe mit Al-Qaida-Kämpfern gesprochen.
die sich halt totgelacht haben, wenn ich gesagt habe, dass der Westen behauptet, er könne in der Türkei kontrollieren, wer in Syrien die Waffen kriegt. Die Al-Qaida haben ja gesagt, wir kriegen sie. Wir holen sie uns. Und wenn einer sich wehrt, wird geschossen. Wird auch auf den Rebellen geschossen. Und da ist die Öl- und die Machtfrage für Amerika, ich spreche jetzt nicht von den Rebellen, die Ölfrage im Mittleren Osten und die Machtfrage im Mittleren Osten so wichtig, dass die Amerikaner in Kauf nehmen, eine Zeit lang sogar an der Seite von Al-Qaida zu kämpfen, um Assad abzuräumen, damit Iran zu schwächen. Es ist immer noch gut, ihn zu schwächen, obwohl man vielleicht mit ihm redet. In der Hoffnung, dass man dann hinterher Al-Qaida irgendwann wieder loskriegt. Öl, Öl, Öl. Und dafür zahlen die Amerikaner in ihrer Politik seit 100 Jahren fast jeden Preis. Und Kissinger hat gesagt, Öl ist viel zu wertvoll, als dass man es den Arabern überlassen könnte. Ich will zu einem positiven Ende kommen. Also schön. Mit Hoffnung und mit einem Kabarettisten, Hagen Räther, hat mal gesagt, wie wir also hat mich gut, ja. auf eine Idee gebracht, wie wir das Feindbild Islam hier bei uns lösen könnten. Ich weiß nicht, was Sie davon halten. Ich habe gesagt, als ich in der Türkei war, Sie kommen nicht drum herum, alle paar Meter lädt es jemand zum Tee trinken ein. Also es ist unmöglich, fremd zu sein und daher Fremdenfeindlichkeit sehr schwierig durchzuhalten. Dann in Richtung des Publikums. Sie werden auch von Rebellen in Syrien zum Tee eingeladen. Und auch von Soldaten, von allen. Hagen Räther hat das Publikum gefragt, wann haben Sie das letzte Mal einen Türken um die Ecke zum Tee eingeladen bei sich zu Hause? Fehlt uns Teekultur in Deutschland? Sollten wir alle viel mehr Tee trinken und uns gegenseitig einladen? Mich hat das so unendlich beeindruckt, wenn ich in den Basaren des Irak, Libyens oder Syriens, egal von Rebellen oder von Soldaten, die sind mir im Grunde genommen gleich lieb, wenn die von Weitem winken, hallo, Mr. Tee, und dann sind die glücklich, wenn man mit ihnen Tee trinkt. Ich war jetzt gerade vor ein paar Wochen in Afghanistan und bin mit meinem Sohn, der mich häufig begleitet, durch einen Markt gegangen. Ein Markt, der nie einen Deutschen sieht, wird die Deutschen behaupten. Da können wir nicht hin, die fahren ja nur mit Panzerfahrzeugen durch die Stadt. Und da hat mir ein junger Mann ein Schwarztier angeboten. Hallo Mister, Tee. Und der Frieder sagt, trink den nicht, hast du das Glas gesehen? Das ist ganz dreckig. Und du wirst krank werden. Und da stand ich vor der Wahl, aus einem ganz schmutzigen Glas, also schmutziger ging nicht, Gastfreundschaft anzunehmen. Und ich wusste, die Gastfreundschaft ist viel schöner als der ganze Schmutz. Und ich habe den Tee getrunken und ich bin nie krank geworden. Und der schmeckt mir sozusagen geistig jetzt noch. Da in Afghanistan, so ein Junge, den wir die Bomben auf die Köpfe werfen, gibt mir ein Glas Tee. Das ist muslimische Gastfreundschaft. Herr Todenhöfer, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wenn Sie sich so aufrichten, muss ich mich jetzt auch aufrichten. Ich glaube, das war, nee, ich weiß, es war das längste Interview, das ich je geführt habe. Und mich denken Sie wieder überhaupt nicht, ja? ich auch nicht grenzenlos Zeit habe. Ich danke für Ihre Zeit und für Ihre Gastfreundschaft. Also hier Kaffee, das trinke ich am liebsten. Wir haben noch nichts gegessen. Vielleicht im Anschluss. Im Anschluss. Wir sind hier im ältesten, ja, darf man das sagen, wir sind hier im ältesten, nein, wir sind hier in einem Haus, das älter ist als die Vereinigten Staaten von Amerika. Ja? Ja, das ist 1400 irgendwann zum ersten Mal erwähnt worden. Bevor ich hier reinkam, kam eine Dame vorbei und hat gesagt, da war Gustels Kneipe drin oder so, hat sie gesagt. War vor Ihnen mal eine Kneipe hier drin? Ja, war meine Kneipe, ja. Genau. Spannend. Ganz spannend hier, die Stiftungsräume. Vielleicht kurz zur Stiftung. Jetzt haben Sie das Haus angesprochen, jetzt müssen Sie auch sagen, was hier ist. Also, ich bitte um Entschuldigung, ich habe jetzt angefangen zu essen, weil Sie gesagt haben, wir hätten es endlich hinter uns. Sie haben gesagt, ich habe das älteste Haus. Ich habe
deutlich über die Hälfte dessen meines Vermögens gemeinnützigen Stiftungen zur Verfügung gestellt. Und diese Stiftung Sternenstaub hier, die heißt Sternenstaub, weil ich finde, dass wir nicht viel mehr sind als Sternenstaub, wenn ich unser Leben mal mit der Geschichte des Kosmos vergleiche und unsere Größe. Und wir kümmern uns um alte, vereinsamte Menschen in München. 15 Studenten oder 17 Studenten betreuen auf 400-Euro Basis 27, 28 alte, kranke, einsame Menschen. Das ist ein Projekt. Dann, ich arbeite da zum Beispiel mit diesem Buch, mit dem Honorar des Buches. Das geht an schwerverletzte syrische Kinder. Da laufen inzwischen 7 kleine syrische Kinder mit meinen Prothesen herum. Das kleinste ist 3 Jahre alt. Ich habe keine Ahnung, ob Sunnit oder Schiit oder ob die Rebellen oder ob die Regierung die Kinder verletzt haben. Wir betreuen Kinder im Irak. Wir haben gerade unser zweites Waisenhaus in Afghanistan gebaut. Für die Kinder, deren Brüder und Väter wir in Kunduz, wir Deutsche, ums Leben gebracht haben. Den Oberst, der dafür verantwortlich war, der ist ja dann zum General befördert worden. Eine der grauenvollsten Fehlentscheidungen der deutschen Politik. Und da sind jetzt 31 Kinder aus Kunduz und noch 7, 8 Kinder aus Kabul. Dann haben wir ein Krankenhaus für HIV-infizierte Kinder im Kongo. Und jetzt bauen wir eine Schule im Kongo. Dann machen wir Integrationskurse. Also diese Räume stelle ich kostenlos zur Verfügung, damit Immigrationskinder hier Deutsch lernen. Und das bauen wir jetzt gerade aus. Dann stellt die Stiftung Kindern aus einkommensschwachen Familien, die also praktisch nie sich Ferien leisten können, für eine Ferienwoche eine Berghütte, die mir gehört, in Südtirol, in Sulden, zur Verfügung. Und so, ich schaue mich da gerade um, so haben wir ganz viele Projekte. Die Kinder hinter mir, das sind die Kinder, die bei dem Bombenanschlag auf Kunduz ihre Eltern verloren haben, ihre Brüder verloren haben. Und das sind die Kinder, die im Waisenhaus sind. Ich habe mit denen Fußball gespielt. Wie sie in dem Buch lesen können, haben wir 5-1 verloren. Weil auf der Gegenseite eine tolle Nummer 10 ein Spiegelredakteur gespielt hat. Und der war einfach einen Tick besser als ich. Und so unterstützen wir auf der ganzen Welt. Ich schaue mich also um mich. Da drüben sind die Kinder auch. Um mich zu erinnern, was die Stiftung alles macht. Die macht eine ganze Menge. Und das ist ganz, ganz wenig, weil 30 Kindern in Afghanistan oder 37 zu helfen. Aber für die 37 ist es wichtig. Während Sie das erzählt haben, haben wir natürlich den Link eingeblendet zu der Stiftung im Netz. Und ich bedanke mich nochmal. Unbedingt das Buch kaufen. 3 von euch könnten aber Glück haben. Herr Todenhöfer wird 3 Bücher signieren für 3 Zuschauer. Und die Aufgabe heute ist, ein Kommentar schreiben und 5 Gründe für den Frieden im Kommentar. Und die besten 3 bekommen ein signiertes Buch. Dankeschön auch dafür, Herr Todenhöfer. Danke, Tom. Und dann würde ich sagen, vielleicht bis zum nächsten Mal. Dann wird es noch länger. Ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Und mein nächster Gast ist der Kabarettist Bodo Wartke. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dankeschön. Danke.